Moin, moin, liebe Leute. Heute will ich euch mal zeigen, wie ihr bei diesem Ninebot die elektronische Wegfahrsperre aktivieren könnt. Sonst kann nämlich jeder das Teil hier starten und damit losfahren. Also, viel Spaß. Die elektronische Wegfahrsperre könnt ihr nämlich über die App installieren. Wenn ihr euch diesen Ninebot gekauft habt, dann habt ihr eine App euch installiert und diesen Ninebot freigeschaltet. Das macht ihr jetzt nochmal, öffnet also diese App, wartet einen Augenblick und dann werdet ihr sehen, dass er gleich ein Update findet und das installieren wir uns. So, da ist es. Ihr müsst also gucken, dass ihr eine Internetverbindung habt. Verbunden sind die beiden mit Bluetooth, das kann man hier sehen. Ja. Das wird automatisch aktiviert am Roller, wenn ihr den Roller einschaltet. So, und jetzt sage ich mal hier Update und dann geht es los. Aktualisieren der Firmware. Ich zeige euch das jetzt ruhig mal komplett. Dann seht ihr auch gleich, wie lange sowas dauert. So, die Hälfte hat er jetzt. Und ich kenne einige Leute, die den Roller schneller machen. Das wird dann nicht mehr funktionieren mit diesem Update. Das wird nämlich damit auch gefixt, sage ich einfach mal. Ihr solltet das nicht tun, denn das Problem ist, ihr verliert euren Versicherungsschutz. Ich würde auch gern schneller fahren als 20 km/h, aber wenn was passieren sollte, wird jede Versicherung sagen, ihr habt hier an dem Roller manipuliert, ihr seid damit zu schnell unterwegs gewesen und verliert somit automatisch die Betriebserlaubnis für diesen Roller. Nicht nur für diesen, sondern auch für andere. Muss jeder selber entscheiden. Ich würde davon abraten. Okay, jetzt haben wir das Update gemacht. Und jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir den Roller wieder ausmachen hier. Und wieder einschalten. Und die App werde ich jetzt auch nochmal schließen. Nochmal neu starten. Es kann sein, dass ihr mehrere Updates machen müsst, aber das macht ihr dann so lange, bis das aktuelle Update draufgespielt ist. Hier ist es jetzt draufgespielt und zwar seht ihr jetzt hier ein neues Symbol, ein Schlosssymbol und damit könnt ihr euren Roller abschließen. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, nehmt ihr euer Handy wieder mit. Und wenn ihr dann versucht, den Roller auszuschalten, geht das nicht. Der bleibt also jetzt immer an. Wenn ihr den jetzt also klauen würdet wollen, also nicht ihr, aber jemand anders, und ihr schiebt das Ding dann einfach weg, dann macht er erstmal Alarm und hinten fängt es an zu blinken. Das heißt, er macht die Motorbremse an und vielleicht schreckt das den einen oder anderen ab, euren Roller mitzunehmen. Ich würde natürlich trotzdem immer noch ein Schloss mitnehmen, um den irgendwo, wie beim Fahrrad, den irgendwo an einen Lichtmast oder was weiß ich, Ständer befestigen, ist immer sicherer. Aber manchmal hat man es halt auch nicht dabei und dann könnt ihr das Ganze mit eurem Handy sperren und auch wieder entsperren. So. Und jetzt sollte das Ganze funktionieren. So. Jetzt ist die Bremse wieder raus und ihr könnt ganz normal damit losfahren. So, kurzes Video. Ich hoffe, ihr konntet da was mit anfangen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Abonniert den Kanal und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.